Auch schon wieder moin moin liebe Leute auf YouTube, danke fürs Reinschalten zu einer neuen Runde Minecraft Survival. Ich will es ja nicht beschreien, ne? Aber wir haben schon ziemlich lange und ihr seht es gar nicht, weil ich den falschen, da ist nämlich der richtige, sehe ich gerade, da sind auch die Herzchen mit bei. Ich bin einen Zentimeter größer so ungefähr dargestellt. Das ist der richtige, da haben wir auch wieder die zwei Herzen. Ich wollte ihm sagen, wir haben schon ziemlich lange zwei Herzen. Aha, da sind wir auch schon durch. Und ich höre, das sind, glaube ich, die Wildschweine oder so. Ja, mit dem goldenen Helm tun wir nichts. Sieht aber auch nicht schön aus hier irgendwie. Ach komm, hau doch ab. Minischwein auch noch. Hier und auch schon wieder weg. Da ist natürlich viel, ne? Aber boah, wie groß ist denn so ein Wald, Leute? Sie sehen nirgendwo irgendetwas anderes außer diesen verwirrten Wald. Natürlich Riesenquellen von diesem Licht, ne? Die Sprechblasen, die gehen tatsächlich immer aus, wenn ihr inaktiv seid. Ich habe das jetzt so eingestellt, weil es muss ja nicht die ganze Zeit stehen bleiben. Ich glaube, wenn 10, 20 oder 30 Sekunden gar nichts geschrieben wird, haut die Sprechblase wieder ab. Ja, also richtig cool ist das hier nicht und ich sehe jetzt hier auch keine diese Quellen, außer hier oben irgendwo, ne? Warte mal, sind wir denn eigentlich, wollen wir da eine Treppe hochbauen? Wir sind hier, ach, in Level 87. Ich weiß gar nicht, wie hoch ist denn der Nether? Das ist ja irgendwann Bock, mal rauszufinden. Netherhöhe. Nein, den brauche ich nicht. Aber auch, also das ist eine riesige Quelle für hier Glowstones. Eine wirklich unglaublich riesige Quelle. Ups, Leben am Limit hier auf jeden Fall. Mit dem Glas könnten wir so ein 8x8 Feld machen, ne? Oh Gott, oh Gott. Das ist, ob das hier gut geht, Leute. Glasboden. Schöne Position für eine neue Base. Ist nicht ganz ohne, ne? Hier ist eine minimale Konzentration gerade erforderlich. Wahrscheinlich vergesse ich nachher irgendwo eins und dann haben wir eine Lücke und da falle ich rein. Boah, was eine Welt. Unwirkliche Welt hier. Also können wir uns die ganzen netten Glowstones hier snacken. Dann haben wir Glowstones für die Ewigkeit.
Das ist auch noch ein interessanter Quarz. Also nicht ganz jetzt 8x8 oder wie, aber fast. Und rundherum für die Sicherheit einmal so ein oder was? Ups. Da haben wir ja doch eine schöne Plattform. Können wir doch hier ein Haus bauen. Ich hätte nicht gerne so ein Haus mit so einem schönen Ausblick hier. Wobei schön ist was anderes, ne? Gleich wird es hier oben nämlich dunkel, wenn ich die ganzen Steine wegnehme. So. Also. Do not fail. Nee. Performance schont, okay. Immer wieder die guten Bauten im Nether und dann kommt ein Gast und hau die Dinger weg. Leben am Limit. Genau, mit Bruchstein, ne? So dachte ich, ja genau, das haben wir jetzt halt auch. Das sieht auch besser aus. Wo war denn diese andere Quelle von unten? So, dann wollen wir nochmal gucken. Obwohl, das kann ich auch mit Glück machen, ne? Bisschen vielleicht aber aufpassen. Ne? Erstmal hier unten alles weg. Nicht, dass da doch irgendwo noch eine Lücke ist. Ups, anders spannend wird auch, ob oben Lava auf einmal rauskommt. Schön hell hier. War schon 180. Also das Inventar voll mit Glowstones. Das ist eine riesige Quelle hier gewesen. Reicht wahrscheinlich für das komplette Projekt. Und dann nach dem Motto Juhu. Das ist Netherquarz. Kein Gold. Ist noch eine Quelle. Wie war das jetzt mit der Höhe?
Und Niederquarz ist ja auch immer gut für Erfahrung, ne? Das bringt echt viel Erfahrungspunkte. Und das ist eine schöne Quelle hier. Tut man nicht alles, um einen schönen Pool im Garten zu haben. Eher am Strand. Garten ist eher ein falsches Wort. Das war's hier an der Ecke. Aber es sieht so aus, als wenn der Ende ist, ne? Geht das gar nicht höher. Für Halloween ist es okay. Das Schöne ist, wir können die jetzt ja gleich schon wieder sparsam zusammenpacken, ne? Oder sagen wir sparsam mehr.24 Quarzziegel haben wir damit. Das reicht noch nicht für eine Wand. War das jetzt eigentlich auch... Ja, das war bestimmt Verschwendung. Ne? Ich glaube, in der Säge hätten wir das, glaube ich, sparsamer hingekriegt. Hier geht's noch weiter. Gibt's aber in dieser Region gar keine Garste? In diesen Wäldern? Oh, oh, mich ablenken hier. Moin, 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 moin. Spring hinterher, so nach dem Motto. Okay, danke. Den haben wir gesnackt. Moin 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 moin. So, 29 dahin. Nochmal 7. Das war echt, glaube ich, blöd, ne? 256 Blöcke hoch. Der Weltgenerator füllt aber weiterhin nur die unteren 128 Blöcke. So. Also ich habe 128, dann sind wir ja schon fast oben. Hier waren wir jetzt auf 100. Ja, dann ist es eigentlich praktisch oben. Natürlich könnte man da auch so dieses Art Strip Mining machen, um noch Quarze zu finden. Wir können jetzt aber jetzt auch noch irgendwo ein bisschen bauen mit dem hier, ne? Ansonsten müssen wir erstmal schauen, wie weit wir jetzt mit der Beute, die wir gemacht haben, auskommen. Ob ich hier auf Anhieb noch was finde, aber das sieht nicht so aus. Ist auch nicht, in welche Richtung soll man denn hier weiter? Ich sehe auch nirgends, wo ich sage, oh, da könnte eine Rüstung, also hier, wie heißt das, eine Festung? Oder so sein. Ich kann einfach mal aus Lust und Laune. Oh. Gerade von geredet, jetzt habe ich, glaube ich, einen Gas gehört. Aber der hat sich hier wahrscheinlich auch nicht so leicht in der Region. Glaube ich direkt auf die Lavaschiene, das macht auch keinen Sinn.
baue einfach mal hier längs. Guten Abend, moin moin. Danke fürs Reinschalten, Leute. Oh, da sind viele Quellen. Hier holen wir uns auf jeden Fall noch. So, da sind wir doch schon mal, stehen wir schon mal gut. Schade. Aber ist klar, wenn man so über dem Kopf arbeitet, dann kann man nicht alles kriegen. Das ist anders, das kann, wenn auf einmal Lava rausfließt und Lava fließt hier richtig, richtig schnell im Nether. Anders als in der normalen Welt. Fließt Lava ziemlich zügig. So wie Wasser in der normalen Welt. Was wenn, dann braucht man hier mal so einen kleinen Fluchtweg oder so. Weil das auf einmal sich über uns ergießt. So, da haben wir gut gesammelt, oder? Liebe Leute. Nochmal 12. Das reicht langsam tatsächlich, glaube ich, für die Poolwände. Die war obwohl auch unterm Pool brauchen wir noch. Also die Quelle hier gegenüber, die holen wir uns auf jeden Fall noch. Wir haben jetzt hier wieder ein paar Blöcke gesammelt. Muss ich nochmal gucken, was habe ich denn jetzt hier eigentlich fabriziert? Da müssen wir runter, ne? Müssen wir hier abbiegen. Ich werde eigentlich auch ein bisschen Angst von euch. Die Reise nicht gut ausgeht. War ich gleich schon an Plattform? Ja, vielleicht gehe ich jetzt hier noch einfach zwei hoch. Dann hauen wir mal weg. Keine Angst, nur Respekt. Danke. Hilfe, Hilfe, ja. Runterkommen sie alle. Ein falscher Schritt und ein Leben ist weg. Das stimmt. Aber man kann sich ja hier das... Ne. Das sind die alten hier Bad Wars Skills von mir. Also wenn ich mir die, ich glaube, ich müsste mir echt nochmal die alten Bad Wars Folgen angucken, wie ich da teilweise hochgebaut habe. Ich meine, das ist das Schöne, dass man immer wieder, wenn man runtergeflogen ist, haben wir dann immer wieder neu gespawnt, ne? Solange das Bett nicht kaputt war in Bad Wars.
5 haben wir nur von den Blöcken. Das heißt, also richtig weiter in die Richtung kommen wir jetzt nicht. Hat mich ja schon mal irgendwie interessiert, wo hört denn der ganze Spaß hier auf? Obwohl der Nether ist auch riesig einfach, ne? Ist, glaube ich, also ist nicht so groß wie die Oberwelt, also die richtige Welt, aber ist auch, meine ich, riesig. 28. Kein Baustoff mehr. Baustopp. Kein Baustoff mehr. Naja, 19. Da sollte ich jetzt aber mal die andere wieder austauschen. Donnerstag LS, das ist korrekt. Donnerstag ist LS, normalerweise. Nichts dazwischen kommt, immer alles ohne Gewehr, liebe Leute, aber denke schon. Knapp vorbei. Aha, hier geht es also echt noch mal ein Stück höher. Das ist das Schöne, dass es mit dieser Spitzhacke so verrückt schnell geht. Habe ich auf einmal wieder 48 Stück auf Tasch. Nach dem Motto, jetzt will ich auch wissen, wo es hier hingeht, ne? Bis hier geht's. Erstmal. Mal sehen, dass wir uns hier einen Weg durchbauen. Einfach kaputt machen, das ist auch mal schön. YouTube, aber liebe Leute, Zuschauer auf YouTube, gute Nachricht schon mal, ich lebe noch. Schlechte Nachricht, ich weiß noch nicht genau, wo es mich hier hinführt. Sieht alles aber genauso aus wie auch vorher, ne? Also keine andere Region, wo man jetzt sagt, ach, da lohnt sich's aber. Das werden wir in der nächsten Folge wahrscheinlich nochmal gucken, wie weit das Ganze hier führt, und dann laufen wir natürlich wieder zurück und bauen den Pool. Ne? Das war ja eigentlich mein Ursprungsplan, und die Pfeileproduktion sollte auch noch losgehen. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal dann und tschüss.